Versuch einer chronologischen Darstellung der Lehmbautechniken. Werner Kolera Lehmbautechniken, wir haben einerseits die Stampflehmtechnik, kurz zu beschreiben. Wir verwenden hierfür eine Schalung und ganz wichtig bei dieser Technik ist, dass das Lehmmaterial erdfeucht, das heißt ohne Zugabe von Wasser und ohne Zugabe von Stroh eingebracht wird. Hier sehen Sie zwei Schalungstechniken, unterschiedliche Schalungstechniken. Links die Schalungstechnik, bei der die Ständer über ein Geschosshöhe hoch ragen, das heißt für eingeschossige Objekte geeignet ist, wahrscheinlich die früheste Technik und rechts die Gleitschalungstechnik, welche der Betonschalungstechnik heute sehr ähnlich ist. Wichtig beim Stampflehm sind auch die Stampflehmböden, sowohl im Bauernhaus wie auch hier in der Kreden oder nennen wir es Traufenpflaster. Hier sehen Sie Studierende bei der Herstellung von Stampflehmböden im Rahmen unserer Ausbildung und Weiterbildungskurse zu Lehmbau. Eine weitere Bautechnik neben dem gestampften Lehmbau ist der gesatzte Lehmbau, auf Hochdeutsch auch Wellerlehm genannt. Der Unterschied bei diesem ist, dass im Gegensatz zum Stampflehm wird hier das Material mit Wasser gemischt und mit Stroh vermengt. Es gibt bei diesem gesatzten Lehm die Herstellung mit Schalung, wie wir sie hauptsächlich im Burgenland und Westungarn vorfinden, und die Herstellung ohne Schalung, wie wir sie hauptsächlich in Niederösterreich im Weinviertel vorfinden. Die Höhe der einzelnen Sätze bzw. Schichten ist 60 bis 80 cm, im Unterschied zum Stampflehm, wo die Schichten nur 8 bis 10 cm hoch sind. Eine weitere historische oder vernakuläre Lehmbautechnik ist die Lehmwurzeltechnik, bei der ebenfalls der Lehm mit Wasser und Zugabe von Stroh vermengt wird und unförmige, etwa brotleibgroße Batzen gemacht werden und die im feuchten Zustand aufeinander gepatzt werden. Hier sehen Sie Studierende bei der Herstellung solcher Lehmpatzen. Eine weitere Technik ist die Lehmziegeltechnik. Hier finden wir unterschiedliche Mischungen im Weinviertel und Burgenland, hauptsächlich ohne Zugabe von Stroh, während in Mähren in Tschechien Techniken bekannt sind mit sehr viel Zugabe von Stroh. Die Lehmziegel werden in Modell, also nach einem Modul, geschlagen. Hier sehen wir eine Technik, auch bekannt als Sparbauweise, wie wir sie hauptsächlich in Niederösterreich vorfinden, weniger im Burgenland. Bei dieser Technik werden in abwechselnden Schichten gebrannte Ziegel mit Lehmziegeln abgewechselt. Eine weitere Lehmbautechnik ist die Errichtung von Holzständerbauten und diese ausgefacht mit Lehmwurzel in diesem Fall. Hier ein Beispiel aus Jak in Westungarn. Hier die Flechtwerktechnik, wo wir im vorigen Vortrag ja großartige Beispiele gesehen haben. Aber in meinen Fällen die Flechtwerkswände beschichtet mit Lehm, mit Strohlehm meistens. Dann ein weiteres ganz wichtiges Thema in der vernakulären Lehmbauarchitektur ist der Lehmputz. Hier sehen Sie die Beschichtung von Holzblockwänden durch einen Strohlehmputz, häufig vermischt mit einem Anteil an Kudung. Hier ein ganz typisches burgenländisches Beispiel für ein lehmverputztes Holzblockhaus. Das sind die Speicherbauten, auch bekannt als die Kittinge. Das sind Holzblockbauten, die innen und außen mit einem Strohlehm
gemisch beschichtet werden, dass nach Tradition auch mit Kudong abgemischt wird. Und interessant ist hier die Verwendung von Strohlehm als Feuerschutz des Speicherraumes, und das darüberliegende Dach wird mit so wenig Berührung zu dem darunterliegenden Gebäude aufgesetzt. Hier eine Innenansicht, wie die einzelnen Balken zueinander aufgelagert wurden mit einer Schicht des Strohlehms darauf. Hier noch einmal zum Überblick die Lehmbautechniken. Links oben die Stampflehmtechnik, oben Mitte die gesatzte oder Wellertechnik, links unten die Wuzeltechnik, auch als Batzentechnik bekannt, Mitte unten die Lehmziegel, rechts oben der Holzständerbau ausgefacht mit Lehmwuzeln und rechts unten das Flechtwerk beschichtet mit Strohlehm. Die Forschungsregion Burgenland, aus der ich ein paar Objekte in ein paar selektierten Orten zeigen möchte. Nordburgenland, ein Ort in Ilmitz, in der Höhe des Mittelburgenlandes, aber das Beispiel ist aus Westungarn, aus Ölmott. Dann im Südburgenland haben wir das Beispiel Czaterberg, Heiligenbrunn und auf der westungarischen Seite in Jak. Beispiel in Ilmitz, also hier gelegen im Seewinkel im Burgenland. Die erste Erwähnung urkundlich 1217 von Ilmitz, und hier gibt es den Florianihof. Es handelt sich hier um das älteste Gebäude in der Ilmitzer Gegend, steht unter Denkmalschutz. Die ältesten Teile sind aus dem 18. Jahrhundert und hier handelt es sich um einen Wuzelbau. Und das sehen wir ganz gut an den schrägen Außenwänden. Diese schrägen Außenwände wurden entweder durch Wuzelbauten oder durch gesatzte Bautechnik erreicht. Weniger oder sehr selten durch die gestampfte Lehmbautechnik oder durch die Lehmziegel. Vielleicht zur Lage, was auch sehr interessant ist, wo sich die Objekte heute befinden und in welchem Siedlungskontext sie sich befunden haben. Das ist der historische Kern von Ilmitz. Das ist die Gasse dieses historischen Kerns. Und hier befindet sich das Objekt, worüber ich gerade gesprochen habe, also dieses älteste Objekt, ein Streckhof. Hier sehen Sie aus dem franziszischen Kataster, es handelt sich hier um dieses Objekt, also 1857 war dieses Objekt in der heutigen Ausformung bereits vorhanden. Und es handelt sich, wie gesagt, um diese Lehmbautechnik. Das weitere Beispiel ist aus Ölmott, hier auf der Höhe von Mittelburgenland, aber in Westungarn gelegen. Hier ein Blick in dieses Gassendorf. Und hier finden wir Stampflehmbauten. Hier sehen Sie einen Blick auf so eine Stampflehmwand mit den unterschiedlichen Lagen, die hier übereinander gestampft wurden. Ganz interessant bei dieser Technik, wie wir sie auch in Mähren gefunden haben, die Trennung der einzelnen Stampflehmlagen, die etwa 8 bis 10 cm hoch sind, mit einer Strohzwischenlage. Was wir auch finden in Ölmott, sind Lehmziegel. Hier sehen Sie Ölmott von der Luftperspektive, die zwei Objekte, welche wir recherchiert haben, und hier der franziszische Kataster. Auf diesem sind diese beiden Objekte nicht eingetragen, was ganz interessant ist und möglicherweise darauf schließen lässt, dass diese Bautechnik bzw. diese Objekte 1857 noch nicht bestanden haben. Nächstes Beispiel, Czaterberg, befindet sich hier. Bereits im Südburgenland. Czaterberg besteht aus Kleinczater und Hochczater. Und ja, was vielleicht interessant ist, 1848 wurden die einzelnen vernakulären Objekte auf die Bauern aufgeteilt, das heißt aus dem Herrschaftsbesitz herausgenommen.
Hier sehen Sie ein Objekt, das sehr ähnlich ist zu jenem, was wir gesehen haben in Olmot von der Bautechnik, nämlich ein Stampflehm-Kellerstöckel. Ein Kellerstöckel, welches im Erdgeschoss zum Pressen von Wein verwendet wurde und im Keller zum Lagern von Wein. Ist leider im Verfall begriffen. Hier ein Blick in den Pressraum und hier ein Blick auf die Stampflehmmauer. Sie sehen in der Stampflehmmauer die Einlage von Ästen. Das können entweder Wacholderäste oder auch von Weinreben oder anderen Zweigen sein, welche zur Armierung hier eingelegt wurden. Und auch hier, wie wir gesehen haben, wie beim Beispiel in Olmot, auch wieder die Einlage von Strohebenen zwischen den einzelnen Stampflehmschichten. Hier sehen Sie einen Blick in einen Riss einer Stampflehmmauer, wo wir noch auf dieses Bewährungsgeäst drauf schauen. Hier ein Blick auf diese Armierung aus Ästen und hier sehen Sie in Detailaufnahme, wie diese Strohlehmlage die untere und obere Stampflehmlage voneinander trennt. Hier ein Blick auf Charterberg, Südosthang ist heute eine Weinbaugegend. Das Objekt, von dem ich jetzt gesprochen habe, befindet sich ungefähr hier. Im franziszischen Kataster sehen wir, dass viele Objekte bereits 1857 bestanden haben. Ein Blick auf die heutige Situation von oben, das ist der Bestand dieses Presshauses, wie wir es eben gesehen haben. Und dieses Objekt, also diese Bautechnik, dürfte es noch unseren Recherchen 1857 in dieser Gegend bereits gegeben haben. Also das ist das Objekt, welches Sie vorhin gesehen haben. In Jak auf der westungarischen Seite in der Nähe von Charterberg finden wir unterschiedliche Lehmbautechniken. Hier ein Streckhof. Danke an Herrn Dr. Sándor Horváth für die großartige Exkursion, die wir mit ihm in dieser Gegend machen durften. Ein Blick auf diesen Streckhof. Ganz interessant, in dieser Gegend war die Töpferei historisch eine traditionelle Handwerkstechnik und deswegen finden wir hier auch sehr gutes und feines Tonmaterial. In diesem Gehöft finden wir mehrere Bautechniken entsprechend den unterschiedlichen Bauphasen. Hier eine Flechtwerktechnik mit Lehm beschichtet und hier eine Stampflehmtechnik. Was ganz interessant ist bei diesen Objekten, wie wir sie auch in Heiligenbrunn beispielsweise finden, ist, dass sie eine Weißigenschicht auf einer darunterliegenden Lehmschlemme zeigen. Und meine Hypothese ist, dass die Lehmschlemme die frühere Oberfläche dieser Fassaden prägte und nicht die Weißigen, also die Kalktünche, wie wir sie heute kennen und vermuten, dass das Bild von vernakulärer Architektur in diesen Gegenden war. Hier ein Blick in eine Wandöffnung auf das Holzflechtwerk. Und hier ein anderes Beispiel eines Ständerbaus unweit von dem Objekt, welches ich Ihnen eben gezeigt habe. Und hier handelt es sich um einen Holzständerbau, der mit Lehmwurzeln ausgefacht wurde. Hier die örtliche Situation des Bauernhauses, welches ich gezeigt habe. Ein Streckhof hier, ein Blick auf 1857, den franziszischen Kataster. Dieser Streckhof existierte. Wir können davon ausgehen, dass diese Techniken auf etwa 150 bis 170 Jahre mindestens zurückgehen müssen bei diesem Objekt.
Letzte Beispiele aus Heiligenbrunn. Heiligenbrunn in relativ südlicher Lage im Burgenland. Hier ein Blick auf Heiligenbrunn heute. Links sehen Sie die berühmte Heiligenbrunner Kellergasse. Wir sehen im franziszischen Kataster 1857, dass viele der Objekte schon vor 170 Jahren bestanden haben. Und wir wissen, dass einige der Objekte einige hundert Jahre alt sind. Hier ein Blick in die Kellergasse. Es handelt sich hier fast ausschließlich um Holzblockbauten, also nicht um Lehmbauten. Aber ganz wichtig, fast alle dieser Holzblockbauten sind mit Strohlehmputz verputzt. Was wir trotzdem gefunden haben, und das ist ein ganz toller Fund, danke an Roland Meingast, der diesen Tipp gegeben hat, es gibt doch Lehmbau in dieser Kellergasse. Das ist ein Beispiel, wie wir es heute noch finden, und zwar ein Lehmwurzelbau. Wir wissen aus Berichten einer Bewohnerin, dass dieses Objekt ungefähr von der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert errichtet wurde. Das heißt, ganz interessant, dass zu dieser Zeit diese Lehmbautechnik noch verwendet wurde. Und was bautechnisch eine höchst interessante Sache ist bei diesem Objekt, ist, dass wir kein Steinfundament vorfinden, sondern das gesamte Fundament bis zum wasserführenden Erdreich ist aus Lehm. Und wenn Sie heute in dieses Objekt reingehen, dann spüren Sie nichts von einer Feuchtigkeit. Es ist diese Dampfdiffusionsdurchlässigkeit dieses gesamten Gebäudes, welches diese Raumqualität bewirkt. Auch hier wieder ein Blick auf den franziszischen Kataster. Es handelt sich um die Lage in diesem Bereich, aber nachdem wir wissen, dass das Objekt etwa vor 120 Jahren errichtet wurde, können wir davon ausgehen, dass zuvor auf diesem Bauplatz ein anderes Objekt gestanden hat. Hier das letzte Beispiel, auch aus der Kellergasse, eine Lehmwurzelruine. Eins der ganz wenigen Beispiele, das als solches in dieser Gegend erhalten ist. Ganz wichtig, im Unterschied zu anderen Gegenden, wo wir Lehm vorfinden, in dieser Gegend haben wir nur sehr sandiges Material, wenn überhaupt, aber sonst ein relativ fettes Material im Vergleich beispielsweise zu Charterberg oder Ölmut. Also hier sehen Sie einen Lehmwurzel in der Größe von etwa 15 bis 20 Zentimeter. Hier auch in Heiligenbrunn, wie ich gezeigt habe, aus Jack. Die Oberfläche wurde nachträglich mit einer Kalktünche beschichtet, aber ursprünglich war die Fassade hier mit einer Lehmschlemme überzogen. So, geologische Evidenz, das ist vielleicht ganz interessant, da gehe ich aber heute nur mit einem Bild drauf ein. Wenn wir beispielsweise Heiligenbrunn, Jack und Charterberg miteinander vergleichen, in Heiligenbrunn und Jack haben wir relativ feines Material, etwas sandig, während im Charterberg haben wir eine ganz andere Situation mit einem hohen Steinanteil. Und das ist natürlich auch ein Mitgrund, warum wir hier den Stampflehm vorfinden, ähnlich wie in Ölmut. Ölmut ist ja nur 1 Kilometer oder 2 Kilometer von Maria Klosterberg. Berg, glaube ich, heißt es, entfernt. Auch hier finden wir ein sehr steinreiches Lehmmaterial, was ein Mitgrund für die Lehmbautechnik hier sein kann.
Vielleicht abschließend möchte ich noch einmal auf unsere Organisation hinweisen. Wir stehen im engen Kontakt mit der Universität für Bodenkultur, machen über diese Arbeitsgemeinschaft Forschung, Lehre und auch praktische Ausführung. Hier sehen Sie für unsere Weiterbildung und auch für die Vermittlung von historischen Lehmbautechniken unsere Lehmarbeitsstätte. Diese befindet sich im Museumsdorf im Niedersulz im Weinviertel. Und vielleicht abschließend ein paar Artikel, auf die hingewiesen werden soll. Es gibt einen langen Artikel von Roland Meingast und mir zur Lehmbaugeschichte in Ostösterreich. Von Roland Meingast, Franz Ottner und mir gibt es zu Lehm und Lehmbau in Weinviertel Kellergassen einen sehr ausführlichen Artikel. Und von Roland Meingast, Franz Ottner und mir gibt es einen ganz neuen Artikel, der auch die Archäologen sehr interessieren wird, nämlich der Einfluss von Lehm auf die vormoderne Baukultur in Ostösterreich. Und abschließend ein Hinweis auf die beiden Publikationen, die es seit 2016 bzw. 2018 gibt, über internationale Lehmbautechniken, eine sehr ausführliche und umfangreiche Zusammenfassung. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Nagyon szépen köszönjük ezt a, az Vielen herzlichen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Was für mich die größte Lehre davon war, ist, dass es diese Workshops gibt, dass es diese Camps gibt, wo diese Technologien auch weiterhin ausprobiert, verwendet und unterrichtet werden. Ich denke, das ist der Schlüssel der Überlieferung dieser Technologien und auch der Schlüssel dazu, dass wir derartige Bauten sanieren können. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird es auch im Rahmen unseres Projektes Möglichkeiten geben, so etwas zu tun, was ein weiterer großer Vorteil und ein wichtiges Element unseres Projektes ist, meiner Einschätzung nach. Und wie auch Herr Freisdorfer sehr viel persönliche Erfahrungen gesammelt hat. Ich denke, er hat sich schon oft vollgeschmiert mit Lehm. Davon gehe ich mal aus. Ebenso wird auch unser nächster Referat aus eigener Erfahrung berichten. Es handelt sich um Semeray Tamás, Mitarbeiter der Universität Sopron, der nicht nur aus der Theorie die Materie kennt, sondern er hat zahlreiche Fenster und Türen zerlegt und zusammengebaut und restauriert und viel Erfahrung gewonnen in Bezug auf die historische Entwicklung auch von Türen, Fenstern und Toren. Und somit möchte ich auch gleich übergeben an Herrn Semeray. Ich darf Sie, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Konferenz, recht herzlich begrüßen. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich wurde gebeten, über Zäune und Tore zu reden und über deren Geschichte. Aus irgendeinem Grund wird hier nicht das präsentiert, was ich nachträglich gesendet habe. Okay, ich werde das bewältigen. Die Logik meines Referates ist widerspiegelt in der Reihenfolge der Fotos. Je älter die Technik ist, über die wir reden, desto wichtiger ist, dass man Materialkunde, die Technologiekunde und die Erfahrung bündelt. Vor 55 Jahren war ich 6 Jahre alt, als ich mit meinem Vater einen Flechtzaun hergestellt habe und beginnen mit der Sammlung, mit den Vorbereitungen und auch mit der Umsetzung habe ich persönliche Erfahrungen gesammelt und ich finde, das war sehr wichtig. Und als wir nächsten Frühling gesehen haben, dass die Weiden
Teile hier lebten. Das heißt, es kam zu einem Heckenzaun, den wir eingerichtet haben. Und was Sie hier sehen, das sind das ist eine Einfriedung mit Hilfe von Pfahlen, Latten und sonstigem Holzmaterial, was halt zur Verfügung stand, was man gefunden hat im Wald. Das war aber sicherlich ein langlebiger Zaun. Das war nämlich Hartholz. Die Pfähle waren aus Hartholz und auf diese Hartholzpfähle wurden dann die Stangen bzw. Latten befestigt. Das ist sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die technologische Entwicklung hierbei eine große Rolle spielte, denn es ist auch dem Laien klar, dass der Zaun, den wir hier auf der rechten Seite sehen, dass hier dass natürlich hier die Querteile die Querlatten mit Nägeln befestigt wurden. Aber die Nägel, die der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gefertigt worden sind, dass deren Wert entspricht dem Wert von Schätzen, ebenso wie Nägel aus der Antike. Also wie wir in der Zeit fortgeschritten sind und nach der industriellen Revolution dann neuartige Nägel, Stahlnägel gefertigt worden sind oder Eisennägel. Also ab dieser Zeit wurde es dann einfacher, derartiger Zäune herzustellen. Vor 200 Jahren wäre das in dieser Form nicht möglich gewesen. Auf dem nächsten Foto, das in Siebenbürgen gemacht wurde, am Rand des Dorfes, sehen wir einen Heckenzaun in der einfachsten Form. Das waren ungefähr Bohnenstangen, dicke oder halt Weinstockartige oder halt so starke Stöcke wurden hier der Stangen in den Boden gehauen und dann, das wurde dann mit Flechtwerk versehen. Ein seltener Typ ist hier auf diesem Foto in Ostungarn zu sehen, dass hier praktisch die Pfähle ganz dick sind und fast schon wie Säulen. Und das Flechtwerk ist auch ganz dick. Und was wohl die Rolle dessen sein musste, das war wahrscheinlich ein Keller, der gebaut wurde im Garten. Und der Boden, der abgetragen wurde, wurde hier angelehnt. Und das diente dem Schutze vor den vorbeiziehenden Tieren. Und links sehen Sie ein Tor. Eine viel weiter, also fortschrittlichere Methode ist dieser Plankenzaun, das in unserer Umgebung, das war im Donauknie in der Nähe von Slowakei, also Planken, das war in Ungarisch bezeichnet als Polank, eine direkte Übernahme. Und vor dem Ersten Krieg, also vor den Pariser Friedensverträgen, kamen viele kleine Schiffswerke über die Donau, Fähren oder Flöße, die ebenfalls aus Planken gebaut worden sind, in welche Technologie auf das Mittelalter zurückgeht. Hier sehen Sie einen Zaun, wo die Bretter in vertikaler Richtung aufgestellt sind. Das ist schon maschinell geschnitten. In einer Entfernung von 4, 5 oder 3 Schritten sind Säulen, also Pfahle eingestampft und diese sind verbunden und
eine andere Variante ist, wo das Rundholz noch nass aufgespalten worden ist und diese wurden dann spitz formiert und das wurde dann in den Boden gestoßen. Und das, was diese aufgespaltenen Latten angeht, die wurden in der oberen Ebene mit einem Flechtwerk befestigt, weil es ja nicht den Hintergrund gab, auf den die aufgenagelt worden sind. Dieses Tor ist ein Blättertor. Es ist eine sehr fortschrittliche Technologie und setzt das Vorhandensein einer Säge voraus aus vertikalen Brettern wird dieses Tor gemacht und es wird dann eine zweite Schicht von praktisch schon und profilierten Brettern wird dies auch optisch verbessert. Die Verwendung von Holzelementen ist natürlich sehr verbreitet gewesen, aber auch aus Steinen gebaute Zäune kamen zum Einsatz. Und erstmal waren das nur so kleine Häufen, die aus Steinen gemacht worden sind zum Schutz. Und daraus wurde mit der Zeit dann ein Mauerwerk aus Steinen, was ein immer größeres Hindernis und einen Schutz gewährte. Dieses Bild von einem befestigten der Kirche aus Siebenbürgen, von den Siebenbürger Sachsengebieten. Und hier wurde auch eine Schutzmauerwerk aus Steinen am Anfang gewesen, später vielleicht aus Ziegeln gebaut und auch in Gebieten, wo keine Steine zur Verfügung standen. Und um die Säulen zu ersetzen, wurden hier gemauerte Pfeiler eingesetzt, ebenso auch wie bei dieser Wehrkirche an den Wänden zu sehen, an den Außenwänden. Dann ein sehr beeindruckendes Steingebäude im Oberland von Ungarn, ehemals Nordungarn, heute Slowakei, Besko, die Burg von Besko. Und hier sieht man, dass die Rolle als Wehr bewährtes Haus, ja, das ist hier offensichtlich. Aber wir zielen eher ab auf von massenbewohnte ländliche oder städtische Gebiete. Daher müssen wir diesen Pfad verlassen, auf den wir nicht weiterschreiten können. Also derartige bewährte Gebäude. Ja, der Techniker hat die gesamten Slides erst jetzt erhalten und das muss er jetzt noch hochladen, bis diese technisches Hindernis behoben wird, möchte ich darüber reden, dass ich am meisten mit meinem Leben mich beschäftigt habe mit Holzverarbeitungstechnologien, da ich Holztechnik-Ingenieur bin, Diplom-Ingenieur. Und was die ältesten Technologien angeht, aus der Urzeit, haben wir keine überlieferten Teile von bearbeiteten Hölzern, aber die meisten Holzbearbeitungswerkzeuge, sogar Sägen, gab es zu dieser Zeit schon. Das ist zwar insofern irreführend, dass das waren eher schauten aus wie Messer. Also muss man sich nicht so vorstellen wie heutige Holzsägen. Ja. Eigentlich kann man nur mit aus Metall hergestellten Werkzeugen richtig Holz verarbeiten. Irgendwann am Anfang des Mittelalters hat man die Sägemühlen erfunden und aufbauend auf den Rohstoff der Sägemühlen
ist auch das Glätten, zum Glätten, die Hobel dann erschienen und dann hat sich die Tischlerei fortentwickelt in Richtung Möbelbau. Was aber die Volksarchitektur angeht und die dörfliche Praxis der Tischler angeht, die Fassbinderei spielte eine viel wichtigere Rolle als die Möbelherstellung bzw. verschiedene Betriebsmittel für die Landwirtschaft wurden auch aus Holz hergestellt und dann auch Webstühle und verschiedene Konstruktionen sind dann erst entstanden für Holzverbindungen und Technologien und Konstruktionen. So, jetzt können wir, glaube ich, den ursprünglichen Vortrag fortsetzen. Hier sehen Sie ebenfalls ein aus Steinen oder Ziegeln gebaute Mauerwerk zum Schutze, ebenfalls auch mit Pfeilern verstärkt. Das sind nicht Wände und Mauern des gleichen Gebäudes, es sind immer andere. Also von innen gibt es einen Gang, von wo man die Feinde abwehren konnte. Und eine Fortentwicklung war dann, dass diese Arkaden auch abgeschlossen worden sind und die Kammern zur Aufbewahrung von Lebensmitteln daraus gestaltet worden sind. Hier konnte man das Getreide, das Fett und Sonstiges aufbewahren. Und man kann in Siebenbürgen viel beeindruckende Bauwerke finden, überhaupt in den von Sachsen bewohnten Gebieten. Aber wir haben jetzt keine Zeit, darauf tiefer einzugehen. Also schauen wir weiter. Was das heute angeht, sind wir angekommen bei den Ziegelwänden und diese Säulen ebenfalls aus Ziegel ersetzen die früheren Holzsäulen. Das heißt, die Entwicklung basiert auf den traditionellen Erfahrungen. Es geht aber immer weiter. Ab den 1850er oder eher auch ab den 1870er oder 90er Jahren, wo dann auch schon der Einsatz von Beton immer allgemeiner war und infolge der industriellen Revolution auch Eisenmaterialien, Bleche, Profilbleche, Draht und Eisen, Stahlnägel, also das hat auch zu einer Veränderung geführt, auch bei den üblichen Zäunen. Hier diese Zäune sind mit Beton oder Ziegelfundamenten ausgestattet, was auch bis heute kennzeichnend ist. Nächstes Foto ist auch aus der heutigen Zeit. Das sieht man natürlich nicht sofort ins Auge. Man sieht den Sockel, die Säulen und den Lattenzaun. Das sind alles Fotos von dieser Technologie. Ich halte nur an, wenn ich was sagen möchte. Hier Beton, Sockel. Das ist nur ein symbolischer Zaun, weil hier muss niemand sich dafür fürchten, dass jemand über den Zaun sich begeben kann. Das ist diese Lösung ist auch sehr archaisch. Weiter. Gehen wir weiter, bitte. Planken sind. Überall finden wir den Sockel vor, die Säule vor und die Verbindungselemente und dann die Verkleidungselemente. Das Sägen, das Hobeln kommt überall zum Tragen und hier sieht man dann auch schon geschraubte Elemente. Das sind Mutterschrauben, die über Metall Gestelle, also die Verbindung herstellen. Das ist kein privater Zaun, sondern das ist eine Umfahrungsstraße hier von Sopron, wo das zur akustischen, also Schallbekämpfung, Schallreduzierung diente, dieses Flechtwerk. Dann eine heutige Ziegelwand, ebenfalls sieht man hier auch die Säule. Eine andere Aufnahme,
durchsichtige Wände aus Profilziegeln. Eine Ziegelwand, dann eine Steinwand. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verbreiteten sich Eisenzäune immer stärker und mit Beton oder Ziegelsockel mit Metallrohrsäulen mit verschiedensten Formausprägungen. Bis heute wurden viele dieser Metallzäune überliefert. Und ab dem Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, wie auch auf dem vorigen Foto gesehen. Weiter, bitte. Hier sieht man einen Zaun einer Grundschule. Eine einfache und sehr zweckmäßige Lösung sehen wir hier. Das ist kein Maschendrahtzaun, sondern das ist eine Bewehrung, elektronisch geschweißt, ein Netz, ein Bewehrungsnetz sozusagen. Das ist ein gutes Beispiel, wie man in den Dörfern Lösungen finden musste, mangels an Geldes und mangels an Möglichkeiten, und dem Zweck ist auch diese Variante dienlich. Es wäre interessant, die etwas volkstümlich anmutenden Verziermotive und Lösungen zusammen, was sowohl farblich als auch vom Material und der Form her ist das interessant. Das wäre eine unendliche Recherche, weil wie ich die Fotos gemacht habe, ist mir in mir der Gedanke aufgekommen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, auch diese Formen und Techniken zu sammeln. Das ist also entlang eines Baches in Schopron führte dieser Zaun. Also das Motiv der Sonne und der Sonnenstrahle kommt sehr oft zum Vorschein. Hier sehen wir eine typische Zaunbaumethode, wo ebenfalls der arme Mann unter Anführungszeichen Reste der Metallverarbeitung, also hier in diesem Fall gestanzte Streifen, hergebracht hat und daraus diesen Zaun zusammengebaut hat. Aber dem Zweck entspricht auch dieser Zaun. Hier sieht man den Versuch der Verzierung. Weiter, bitte. Sonnenstrahlmotive. Ich glaube, meine Zeit läuft ab. Und leider ist es so, dass nicht die Fotoserie hochgeladen wurde, die wichtig gewesen wäre, weil ich habe auch sehr viele historische Fotos mitgebracht, aber scheinbar wird das heute nicht funktionieren. Also ich möchte mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Nagyon szépen köszönjük, Tamás, az előadást. Herzlichen Dank, Tamás, für das Referat. Trotz dessen, dass Sie nicht über Fenster und Türen Geschichte sprachen, war es trotzdem sehr, sehr interessant, hier die Geschichte der Zäune Revue passiert bekommen zu haben. Und es passt sich ja an das Weiterleben von traditionellen Bautechniken. Und ich denke, das ist auch ein sehr interessantes Segment bei der vernakulären Bauweise, ungarisch sagen wir dörfliche Bauweise. Und es gibt auch eine spezifische ungarische Begriffsgestaltung zu diesem Thema. Einfache, aber logisch denkende Menschen, also die Denkweise, die kennzeichnend ist in der Volksarchitektur, also es ist interessant gewesen zu sehen, wie das weiterlebt, diese Denkweise bis heute. Das ist aus Hinsicht der Gestaltung oder der wie halt die Gemeinden ausschauen, sehr wichtig.
aus der Fachliteratur und auch aus meiner Umgebung habe ich Recherchen geführt und man kann nicht eine abgeklärte Technologie vorfinden, sondern es ist eher eine Suche nach der entsprechenden Technologie für mich, für den Einzelnen kennzeichnend, wo man auch immer versucht hatte, den Nachbarn zu übertrumpfen, was auch zusammenhängt natürlich mit den finanziellen Möglichkeiten und so weiter. Aber über die Funktion hinaus wollte man immer auch sowohl bei den Gebäuden auch, als auch bei den Toren, Türen und Zäunen etwas darstellen, sozusagen etwas Schönes machen. Und von den Zäunen verabschieden wir uns und gehen auf die Gebäude, auf die Häuser zu. Ich hoffe, Andreas, du bist hier. Und